Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu diesem Sphere, die Maleficent Legacy Challenge. So, wir haben wieder früh, 8:30, das heißt, 1 und 2 sind schon wieder auf Arbeit und in der Schule und Mel wird auf Reisen gehen wieder. Ich weiß immer nicht, wo ich sie hinschicken soll. Gibt's denn hier viel zu klauen bei denen? Ist getrennt? Geh mal in seine Schuhe gucken. Oh, hier. Oh, leicht. Schauen wir mal rein. Komisch da. So. Oh, sie hatte Hunger gehabt. Naja, gut, das finde ich jetzt. Ui. Geh mal schnell rein. Ah, die kommen jetzt auch gerade rein. Natürlich. Ah, die geht hoch. Hier hoch. Und noch zwei. Wir müssen noch kurz warten. Dahin geht. Okay. Dann los. Und los. Na, Fringus. Na! Ah. Sehr schön. Ah, die Molly an der Wand. Und na, die dicken Bauch. Gut. Dann haben wir doch ein neues Opferobjekt gefunden. Dann würde ich sagen, bleiben wir auch gleich in der Stadt und gehen mal ins Fitnessstudio. Wieder eine Runde spurteln. Ich war hier noch nie. Hallo! Dann machst du mal hier ein bisschen Sport. Energiegeladen boxen. Dann hast du dir auch dein Essen verdient. Doch ja, der Sport hat echt schon was gebracht. Rubin. Woo. Lagora. Los jetzt. Bisschen schneller. Wir haben nicht so viel Zeit. Umso mehr schaffe ich nämlich. Gut. Dann ab nach Hause. Das Kleid macht trotzdem. Das trägt ja so dermaßen auf. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. So. Das heißt, wir gucken jetzt, was die zwei Bilder kosten. Ich hoffe, wir haben jetzt eine ganze Stange Geld mit nach Hause gebracht. Mel, zeig her. Ja, ja. Da bringt ja dein Mann mehr Abgeld mit nach Hause. Na gut. Dann kannst du mal kochen. Eine Brunch. Was essen wir denn zum Brunch?
Ach ja, wir haben ja gerade keinen Strom. Aber können wir grillen? Gut, dann machen wir Wassermelonsalat. So, ah, okay. Gibt's halt einen Wassermelonsalat. So. Fertig. Genauso warm wie bei uns gerade. Hitze! Reinigen das Ganze mal ein bisschen. So mehr schaffen wir. Also die Gemälde dort bringen gar nichts. Die bringen absolut kein Geld ein. Ach, duschen haben wir vergessen. Na ja, gut, dann müssen wir halt hier duschen gehen. Schnell duschen gehen. Los, was ist Liebe? Wir haben heute einen noch nicht abgeschickten Liebesbrief von Evie an eine Lehrerperson gefunden. Er ist nicht anzüglich, aber wir dachten, die Eltern sollten informiert werden. Hui, mein Kind steckt wirklich in der Klemme. Das ist unangebracht, wir werden uns unterhalten. So, wie sieht es denn hier oben aus? Die Gerätschaften laufen noch? Kannst du? Nein, kannst du nicht. Gut. Was machen wir denn mit der? Brauchen wir ein bisschen Sozialaktivitäten? Erstmal ja aufräumen. Dann kennt man eigentlich das Thermostat. Ach so, das kann ich auch nicht, weil gerade kein Strom da ist. Ja, dann tust du hier noch ein bisschen meditieren. Das ist okay. Wir mal die Stunde aber noch. Mel, dein Ruf ist all. Nö, 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 nö. Fenster. Hey. Ein Problem mit dem einen Arm, oder? Ja, klar. Kannst du gerne, Ivi. Aber vorher machst du heute bitte mal als erstes deine Hausaufgaben, sonst wird das wieder so spät. Und Spaß brauchst du. Naja, hier ist Dominik. Jeps. Kann noch ein bisschen weiter üben, da stürze kein. Ja, zu Hause.
Also, da will er also wieder mit seinen Bäumen reden. Ist was? Kannst du mal auf Toilette gehen? Und dann kannst du mal an den Rechner gehen und dann machst du diese... Das geht ja wieder nicht. Wegen keinen Strom und so, ne? Na gut, dann beschleunigen wir das Ganze mal hier. Interessiert mich gerade nicht. So, jetzt mal Schluss hier. Du brauchst auch soziale Interaktionen. Du könntest dich echt mal mit deinem Mann unterhalten. Und Ibi sollte eigentlich ihre Hausaufgaben machen. Subel? Fuisak. Ich mach komische Bewegungen. Baum in der Nähe. Markel Virgo. Ah, Vula Shaka Teebs. Hana Klets. Siglona. Oh, Fina. Ah. How do you Was macht er denn nun schon wieder? Fluffy Jasper. Ship Noi. Swanny Schwema. Binarb Shell. Baba Loi. Narble from Boy. Zabrice Fosha. Nooks. Beepsa. Beepsa. Hanoi. Hanoi. Turkey. Machen wir mal Jaden auf der Kinder. Burf. Was? Ich wäre damit einverstanden, ein Kind zu haben. Ich wäre auch in Ordnung, wenn ich kein Kind hätte. Kannst du jetzt mal fragen, ob sie ein Kind haben möchte? Was? Hallo? Ach Mensch! Wartet mal. Frag, ob Mel ein Kind haben möchte. Steve Pombo. Patu. Ich gebe auch Schnürs. Riffseg, Dreep, Imke Floof, Rina. Ich glaube nicht, dass ich im Moment Kinder will. Ja, dann ist es so. Frau will einfach keine mehr. Flinch, the noob, a rogue. Quacks. Narfaber, der Neu. Kinder. Arben Duba. Jarba. Jabin. Nope. Nabuna Shorbik. Oh, Harfin Wanu. Dwee. Farobi Physique. Sharky. Bunny. Kann man schon Kaffee? Imfali Krimbo. Jalorbo. Flazzle Vilpa. So. Poka. Poka. Let's blank. Yes. Kannst du das hier hinten auch gleich mal machen? Aki, let's blank. Tenib Sarbzo. Na, Fringus. Na! Oh, Steve Mubis. In den Pool springen. Rückwärtssalto. Ah, Scoo. Mach mal ein Rückwärtssalto. Los, Mel, das will ich sehen. Huh. Wow! Hammer! Absolut geil! Los, nochmal! So, du hast jetzt gegessen. Kannst du jetzt dann auf Klo gehen? Und
Und dann kannst du noch mal, oder warte mal, du kannst ja auch draußen an der frischen Luft mal. Oh, hier. Wuhu! Der war gut. Der war. Wer bist denn du? Junger Erwachsener. Der ist ja gar nicht so hässlich. Nein, unsere Mel ist doch vergeben. So, dann kannst du noch. Schwimmst du mal hier ein bisschen, oder? Los. Er spricht wieder mit seinen Pflanzen. Aber er kann gleich an den Rechner gehen. Dann machen wir mal das andere Ding hier: der Antrag und so. Genau. Warte mal, wo war denn das? Ja. Es ist ja schon spät, aber ein bisschen müssen sie noch. Ich kann ja mal hier rauskommen aus dem Wasser und tust New Age mal bitte zuhören. Schlucken gehen. Okay, das kriegen wir bestimmt Pokémon mal hin. Genau, du machst den Förderantrag jetzt. Ist halt bloß bei ihrem Computer. Sehr schön. 15 mal von 40. Dann tust du mal hier aufräumen. Dann kannst du schlafen gehen. Hast du deinen Förderantrag fertig? Oh Gott, wie lange soll das dauern? Oh, Vlad. Nee, hier ist er. Caleb. Oh, Ivi, das wäre doch auch was für dich, wenn du mit dem anfängst. Yips, Yips! Pimbo Yips! Ah. Wäre doch eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Sie könnte ja auch schon. Dann muss ich das mal sehen, wie es weiterläuft. Das muss ich mal gucken. Alter. Aber, Jaden. Komm. Nein, 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 du sollst ins Bett gehen. Und du gehst jetzt auch bitte ins Bett. Morgen darfst du wieder Spaß haben. Das Gejaul hier aus. Schlafen Sie heute mal durch? Mal sehen. Das Muttern ist das erste, ist die erste. Du sagst mal kochen. So, müssen wir noch entscheiden, was wir kochen. Das ist immer so ewig dauert. Was essen wir denn heute mal zum Frühstück?
Fischtacos. Specksalat. Speck, Salat, Tomaten, Sandwich. Das klingt doch nach einem guten Frühstück. So. Der Sport hat sich gelohnt. Sie kommt langsam zu ihrer normalen Körpergröße zurück. Ha! Oh, Biss. Hahaha. Oh. Ah. Habe ich gerade das Auge. Jaden, es geht gleich los. Oh, wer verschwindet? Masami. Okay. So, Jaden, dann gehst du auf Klo, duschen, Zähne putzen. Los. Ach so, aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt erstmal Pause und verabschiede mich für heute von euch, denn die Folge ist schon wieder vorbei. Ja, wir werden, wie gesagt, erstmal weitermachen wie bisher, bis Evie endlich erwachsen, also jugendlich wird. Und dann konzentrieren wir uns mehr auf Evie, versuchen Mel ihre Fähigkeiten und alles immer noch mit weiter voranzutreiben. Aber ich versuche dann wirklich mehr, mich auf Evie zu konzentrieren, denn dann gibt es einige, naja, Triggies, wo ich sage, das braucht dann schon meine Aufmerksamkeit. Aber bis dahin wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen restlichen Tag. Jetzt wollte ich gerade hexen, aber es ging nicht. Und ich freue mich dann auf die nächste Folge von Die Sims 4, die Maleficent Legacy Challenge. Bis dahin. Ciao.